Bastelzeit und heute mal wieder eine Reparatur, auf die ich gerne verzichten würde, nämlich das Ding hier. Eine meiner Kameras. Das hier, das ist eine Panasonic Lumix. Genauer gesagt steht hier noch was, die DMC FZ300. Das ist eine Kamera, mit der ich normalerweise meine Aufnahmen hier mache. Vorteil bei der, na, zum einen, sie kann halt im Videomodus auch 4K. Das ist schon mal sehr praktisch. Und Killer-Feature von dem Ding hier ist das Display. Das kann man nämlich hier so rausklappen und in allen möglichen Himmelsrichtungen dann benutzen, was halt sehr praktisch ist, wenn man von vorne irgendwelche Videos macht. Hi! Ja, Problem an der Sache, die tut nicht mehr. Ich weiß auch relativ gut, warum sie es nicht mehr tut. Denn, wenn wir unten reingucken, hier haben wir ein Akkufach. Und hier war bei mir kein Akku drin, sondern ein Adapter auf USB. Kommt dann hier an der Seite ein Kabel raus, kann man dann an USB klemmen und dann damit betreiben. Ist für mich wesentlich praktischer, anstatt hier intern den Akku ständig leer zu nudeln, der halt speziell nur für die Kamera ist, kann ich einfach eine reguläre USB-Powerbank benutzen, die man eh mal dabei hat, oder ein USB-Netzteil, Unlimited Power und so. Dummerweise ist mir dieses Unlimited Power ein bisschen auf die Füße gefallen, denn ich hatte es halt an einem USB-Netzteil und das USB-Netzteil, das hat ein bisschen Kabum gemacht. Ja, USB-Netzteil durch und dummerweise, Kamera sagt auch nichts mehr. Ja, dann gucken wir mal, ob wir da noch irgendetwas retten können. Also ich habe mal gemessen, es sieht nicht gut aus. Es sieht so aus, als ob da zwar Strom begrenzt, aber ja, so irgendwie 100 Volt oder so rauskam. Mal gucken. Mit Glück ist hier am Eingang irgendeine Sicherung, die nur durch ist. Mit Pech ist die ganze Kamera durch. Insbesondere doof, weil ich hatte gleichzeitig hier irgendwo, hat das Ding noch Anschlüsse. Da hatte ich ein Mikrofon noch angeschlossen. Das Mikrofon war halt auch an einem PC, der am Netz hängt. Das heißt, also darüber war auch Erde auf dem Schirm. Alles nicht so doll. Im schlechtesten Fall ist also der Strom hier drüber rein, durch die komplette Logikboard und mein Mikrofon wieder raus. Na gut, alles nicht so dolle, so oder so. Wir müssen mal gucken, was wir damit haben. Wir sehen, der ist ja auch nicht zugefahren, das Objektiv hängt draußen, da tut sich einfach gar nichts mehr. Ich hatte schon mal geguckt, der USB-Adapter ist auf jeden Fall durch, da kommt keine Spannung raus, also der hat mal ein bisschen Sicherung gespielt. Also gehen wir mal suchen, ob wir noch irgendwo hier passende das sollte eigentlich aufgehen. Passende Kabel haben, oder nicht Kabel, sondern eher einen passenden Akku. Mit Glück kommen wir damit ja weiter. Und da habe ich tatsächlich noch den Original-Akku gefunden. Mal gucken, ob da noch was lebt. Ich habe den jetzt mal hier ins Ladegerät gemacht. Der steht auf grün. Mal gucken. Lag halt ein paar Jährchen doch im Schrank und wurde nicht genutzt. Haben wir hier 7, irgendwas Volt? Jo, 7,88. Dann schauen wir mal, was er da sagt, wenn wir den hier reintun. Ich fürchte aber nicht viel. Machen wir mal. Nur um sicher zu sein, hier den so. Hat er irgendwelche LEDs? Der hat hier oben eine On-Off und eine Wi-Fi. Okay. Dann schauen wir mal. Strom an. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Keine Power-LED, keine Wi-Fi-LED. Nope, da tut sich nichts. Also, es liegt definitiv nicht nur da dran. Hat er einen Schalter, wo er merkt, ob offen oder zu ist? Ja, hat er. Da hinten drin. Mist. Ich dachte, ich könnte einfach mal da unten Strom drauf geben und gucken. Aber der merkt tatsächlich, ob man was angeklemmt hat oder nicht. Ich gucke mal, ob ich ein paar Mikroklemmen finde und ob wir damit weiterkommen. Und das wäre ein Nope mit den Klemmen hier. Selbst wenn ich die da reinkriege, kriege ich den Deckel nicht zu. Also, nee. De facto, wenn es schon mit dem Akku nicht geht, dann brauche ich, denke ich, nicht groß weiter zu testen. Es wäre halt schön gewesen, hiermit mal zu gucken, ob er überhaupt irgendwas an Strom zieht. Aber de facto hier drin ist irgendwo irgendwas kaputt. Also, fangen wir mal an, das Ding zu zerlegen. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das gehen soll, aber hey, das hat mich bisher ja eh noch nie davon abgehalten. Also, ich sehe jede Menge Schrauben. Machen wir die doch mal raus.
Ja, und dann schauen wir doch mal hier, was wir so haben. Das hier ist der Pin, über den das Akkufach angebunden ist. Und ja, dieser Stecker hier, der sieht auf jeden Fall noch soweit ganz okay aus, ne? Also alles in Ordnung, leider nicht wirklich. Denn die Sache ist, von hier aus geht es ja noch weiter. Wenn wir gucken, hier sind jede Menge Sachen, noch irgendein IC, der hier was macht. Dann haben wir hier die ganzen Anschlüsse, die aber ja nicht benutzt wurden. Da erwarte ich also nichts. Das SD-Karten-Slot. Und dann hier auch der Hauptprozessor sieht auch noch ganz okay aus alles, ne? Allerdings, wenn wir dann hier mal Richtung Bereich gehen, wo der Audio ist, dann sieht das hier so aus. Na, fällt euch was auf? Mir schon, nämlich hier. Das sieht nicht ganz gesund aus. Meint er nicht auch? Da ist offensichtlich etwas passiert. Und wenn wir mal hier gucken, hier war wohl mal ein Trace, oder? Nee, da war kein Trace, aber wir sehen auf jeden Fall, da ist irgendwas nicht ganz so happy. Und dummerweise setzt sich das fort. Und zwar, wenn wir uns den Rest vom Board angucken. Denn wenn wir das Ding mal rumdrehen, dann haben wir hier nochmal einen Speicherchip und so weiter, haben hier unsere Stromversorgung, die auch ganz okay aussieht eigentlich. Was wir leider nicht haben, ist irgendwas, was in Richtung Sicherung aussieht. Da muss ich passen. Aber ansonsten Verstärker, Stromversorgung, ja, auch hier oben der Bereich, der in Richtung Linse geht. Alles sauber. Aber ich schätze, wenig überraschend, wenn wir jetzt hinten zu dem Bereich gehen, wo Audio war. Ja, das sieht mir jetzt nicht mehr wirklich reparabel aus. Wir haben zum einen hier jede Menge verschmort, was wahrscheinlich Widerstände waren oder ähnliches. Da gab es wahrscheinlich sogar so einen Überschlag. Ich meine, ich sehe jetzt nichts, was direkt kaputt ist. Eventuell doch hier die äußeren beiden Pins, die sind ein bisschen angekokelt. Aber ansonsten ist das wahrscheinlich etwas, was man nicht hinbekommen könnte, wenn es wirklich nur das hier wäre. Wenn die Ablagerungen, naja, da geht man halt im Zweifelsfall mal drüber und dann sind die weg. Und hier kann man es auch, denke ich, relativ gut sehen. Wir haben hier tatsächlich teilweise Traces wie, wo ist meine Nadel? Genau, hier da oben diese Ecke oder auch hier in dem Bereich, die gerade, die sind komplett verdampft. Also da war mal ein Kupfertrace und jetzt ist da nichts mehr. Das ist einfach ja, in Luft aufgelöst. Hm. Und hier die Komponenten tauschen ist jetzt auch wahrscheinlich nicht so wild. Gut, das Wilde wäre wahrscheinlich rauszufinden, was zum Geier das für Komponenten sind. Aber naja, wenn es hier schon so aussieht, dann könnt ihr euch ja vorstellen, dass der Rest da auch nicht so gut aussieht. Ihr seht ja, hier ist ein Flachbandkabelverbinder. Und der geht zum eigentlichen Audio-Outboard. Wenn wir hier gucken, das kommt hier an. Das sieht eigentlich alles noch soweit okay aus. Hier haben wir nichts, aber das Ding hat dummerweise ja zwei Seiten und ja, da ist auch ein bisschen gebrutzelt. Sogar ein bisschen mehr als auf dem anderen. Wir sehen hier definitiv, dass was auch immer das war, alles hochgegangen ist. Wir sehen hier einen Transistor oder die Überreste davon. Dieser kleine 3-Pinner hier. Und ja, da ist halt nicht mehr viel von übrig geblieben, wenn wir hier gucken. Auch die Kondensatoren nebendran, also ich schätze, dass es Kondensatoren waren. Ob das ein Kondensator oder ein Widerstand war, nicht mehr wirklich zu sehen. Und auch, wenn wir uns hier den Rest angucken, ob da überhaupt noch Traces sind, ich wage es zu bezweifeln. Aber selbst wenn da noch Traces wären, würde uns das nicht weiterhelfen, denn, naja, was haben wir eben gelernt? Das Ding hier hat ein Flachbandkabel mit dabei. Das Flachbandkabel, was dazwischen war. Das sieht halt auch nur so mäßig happy aus. Und zwar, ich denke, man kann es schon erkennen, mindestens mal hier diese Erdverbindung und ein paar Datenpins daneben, die sind ja teilweise regelrecht verdampft. Und da ist definitiv nichts mehr an Trace dazwischen. Also auch das komplett hinüber. Und naja, realistisch gesehen, mit solchen Schäden ist davon auszugehen, dass auch dann diese Überspannung irgendwo sonst noch reingepfeffert hat. Mindestens mal hier in den Verstärkerkreis, eventuell sogar weiter bis zum, wo ist er, bis zum Hauptprozessor. Oh, und interessant, hier dieser Hauptprozessor, das ist sogar ein Doppeldecker. Und ich habe die dumpfe Befürchtung, das zu reparieren, das wird eher nichts werden. Also ich fürchte, die Kamera,
Die deklarieren wir dann besser als defekt. Ja, und viel können wir, denke ich, hier dann nicht mehr reißen. Ich meine, ich habe jetzt hier die ganzen Einzelteile, aber ohne Mainboard bringen die einem nicht wirklich was. Eventuell, dass man hier die Linse nochmal irgendwie nutzen kann, aber auch hier ist halt leider ein bisschen Schmodder auf dem Ding drauf, aber das sieht mir nur nach Ablagerungen aus, nicht als ob da was beschädigt wäre. Aber ich habe halt auch keine Möglichkeit, das zu testen, um sicherzugehen, dass hier die Linse tatsächlich noch läuft. Wobei, ja, man meint nicht Linse, hier ist sogar der Sensor drauf, merke ich gerade. Das ist kombiniert. Ansonsten, ja, man sieht ja hier sogar auf der Rückseite, da ist entsprechend etwas abgeblieben. Ja, alles nicht so dolle. Mich jetzt gerade wundern. Achso, okay. Das Kabel hier wird der Monitor sein. Das geht einmal hier hinten rum und dann hinten zum Monitor. Okay. Ja, was ich jetzt noch probieren werde, das ist, muss die hier nochmal holen, hier das Audio-Ding mal wegzulassen und hier alles, was ein bisschen verschmort aussieht, wegzumachen. Dann mal gucken, ob ich über die Kondensatoren irgendwo einen Kurzschluss noch messe. Wenn nicht, nochmal probieren. Vielleicht geht es ja dann an ohne das Audio-Interface. Ich bin mir nicht sicher, ist das hier. Nee, das müsste die Sound-Ausgabe sein, nicht Sound-Eingabe. Mal gucken. Vielleicht ist irgendwo in hier dem Ding noch ein Mikrofon drin, was ich jetzt gerade übersehe, was eventuell nicht über hier den Bereich läuft. Na, mal gucken. Was hier hinten das? Das ist, glaube ich, der Viewfinder. Das wäre jetzt auch nicht so 100% tragisch, wenn der nicht läuft. Na gut. Ich räume hier mal auf und dann mal gucken, was bei rumkommt. Okay, versuchen wir das nochmal. Ich habe jetzt hier entsprechend alle Bauteile und Verbinder, die mitgenommen aussahen, mal weggemacht. Auf der anderen Seite den einen hier auch. Mal gucken, ob das jetzt was bringt. Eben war ja noch ein Kurzschluss da. Mal gucken, ob er jetzt immer noch da ist und... Yep, da ist immer noch ein Kurzschluss. Das ist doof. Dann haben wir nicht mehr viele Chancen. Gut, was ich jetzt noch machen kann, ist mal Strom draufgeben. Und gucken, was warm wird. Das ist so eine der letzten Sachen, die man noch machen kann. Aber ehrlich gesagt, ich erwarte da nicht mehr viel. Da wird irgendeiner der Hauptchips wahrscheinlich warm. Eventuell auch, dass es hier sich reingebrannt hat ins Board. Aber ich glaube es ja nicht. Ich sehe nicht, dass es reingeht. Weil das hier wird ein mehrlagiges Board sein, dass in der Mitte auch noch Traces sind. Das heißt, wenn die sich hier ein Loch reingebrannt hätte, dann könnte es sein, dass irgendwas dahin noch durchverbunden hat. Aber hier so. Na gut, ich würde mal sagen, Wärmebildkamera plus was für dran und schauen wir mal, was warm wird. Und wenn wir auf die betroffene Schiene mal Spannung draufgeben, ja, das Wärmebild ist da, denke ich, relativ eindeutig. Da ist ein Chip der Verursacher. Das ist der hier, der BUYD2206. Entsprechend bin ich dann hingegangen, habe den ausgelötet und dann sollte der Fehler ja weg sein, oder? Well, good news und bad news. Also good news ist, nachdem ich hier diesen IC da mal entfernt habe, da ist zumindest bei meinem Netzteil der Kurzschluss weggegangen. Das können wir jetzt nur nochmal gegenprüfen. Das war hier. Und wenn ich jetzt hier messe, kein Kurzschluss mehr. Okay, das ist die gute Nachricht. Wir haben also zumindest mal den einen Kurzschluss weg. Wie sieht es hier hinten aus? Nö, da ist immer noch, oder? Ach nee, ich war nur mit meinen Fingern etwas. Wobei der hier ist immer noch. Also wir scheinen noch mehr Kurzschlüsse zu haben. Was ich aber eigentlich als schlechte Nachricht hatte, naja, man sieht es vielleicht, der hier hat ein paar mehr Pins. Der hat offensichtlich ein bisschen mehr zu tun. Der geht zwar hier mit Traces rüber in diesen Bereich, wo ich auch einen Defekt vermutet hatte, aber wenn man im Internet guckt, das hier ist ein Zoom-Driver, OIS-Driver, Mirror-Change-Driver, also der macht wohl die Linse. Ja, ohne den wird es wahrscheinlich eher nichts, hier das Ding nochmal zu benutzen. Und auch sonst, wenn wir jetzt hier nochmal gucken, wo waren es? Da ist immer noch ein Kurzschluss, also... Ja, ich glaube, das Ding ist durch. Das lohnt nicht mehr. Das kommt dann in die große Kiste mit den Dingen, die kaputt sind.
Ist natürlich jetzt sehr, sehr schade für mich, zeigt aber eben auch, wie wichtig es ist, dann doch ab und zu mal auf Qualität zu gucken. Denn so ein USB-Ladegerät, was im Zweifelsfall für, keine Ahnung, was kostet ein Markengerät, 10, 20 Euro würde ich mal schätzen, wenn man da daneben liegt und was erwischt, was durchgeht, dann hat man im Zweifelsfall eine Kamera hier. Ich weiß nicht, wie viel die jetzt noch wert ist. Aber wenn man sowas neu kaufen würde, so eine Kamera mit 4K, ne, ich schätze mal 500 bis 1000 Euro wird man dafür bestimmt hinlegen. Und das alles jetzt im Prinzip für die Tonne, weil das USB-Netzteil da durchgegangen ist. Ja, ist natürlich schade, aber so ist es halt jetzt. Und wenn halt schon hier der Mirror-Treiber durch ist, gehe ich auch fast von aus, dass dann die Linsensysteme auch einen abbekommen haben hier, der Sensor eventuell. Ich kann es, wie gesagt, nicht testen. Wenn es einer haben will, sagt Bescheid. Ansonsten ist das halt leider ein Fall für die Tonne. Ärgerlich, aber man kann halt nicht immer gewinnen. Und jo, ich würde mal sagen, beim nächsten Mal ein bisschen mehr Sicherungen verbauen und hoffen, dass meine anderen Kameras nicht hier so enden. Denn die hier tut dann ja leider nicht mehr, was es sollte.